Alles klar. 21.3 plus 21.4. Dieses Mal nur meine Performance. Die Corona-Verordnung hat uns leider nach draußen verbannt und wir haben so ein spontanes, provisorisches Setup gerichtet für das Workout. Es hat uns leider nicht erlaubt, irgendwie Leute nebeneinander das machen zu lassen. Von daher kriegt ihr jetzt einfach eine Analyse zu meinem Versuch. Vielleicht hilft euch da die eine oder andere Sache. Plus, wenn ihr vielleicht ein Redo plant, noch morgen, dann könnt ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp umsetzen. Das Ganze ging los mit 15 Front Squats, 43 Kilo für die Herren, 30 Kilo grob für die Damen. Ich habe mich dafür entschieden, die Hände nicht so wie bei einer normalen Front Squat zu halten, sondern sie zu überkreuzen. Und das hat mir einfach auch im Warm-up, als ich es angetestet habe, so ein bisschen geholfen, ruhiger zu bleiben, die Atmung tief zu halten und einfach ein bisschen lockerer da durchzugehen. Mein Gedanke war zu sagen, okay, ich arbeite die Front Squats auf jeden Fall immer durch und dann suche ich auf jeden Fall früh meine Pausen. Ich meine, ich hatte einen Bizepsabriss vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Mir ist der linke Bizeps flöten gegangen und von daher befinde ich mich auch immer noch in einem schrittweisen Aufbau. Das letzte, was ich gemacht hatte, waren auf jeden Fall Kipping Pull-Ups. Habe ich Volumen gesammelt und ein bisschen Bar-Muscle-Ups auf jeden Fall gemacht. Aber ich wusste, dass das Workout in Kombination eine Herausforderung wird und das meiste an Kipping-Movements wird, was ich jemals in letzter Zeit gemacht habe. Von daher bin ich auf jeden Fall früh in Pausen reingegangen. Und ich empfehle es auch Leuten, die ja, vielleicht auch denken, okay, ich kriege gerade so ein paar Bar-Muscle-Ups hin. Brecht auf jeden Fall die ersten Toes-to-Bar auf, die ersten Pull-Ups auf jeden Fall alles aufbrechen, weil das schont euch dann einfach ein bisschen für hinten raus. Ich habe das dann auch gut gemerkt, dass die Gymnastics dann einigermaßen ordentlich liefen und habe mich dann dafür entschieden, die Toes-to-Bar in 12, 10, 8 aufzubrechen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich komme jetzt auch gerade wieder zurück zu den Thruster. Bei den Thrustern habe ich versucht, meine Atmung relativ hoch zu halten. Also ich habe versucht zu atmen, ganz, ganz bewusst. Ich meine, man hört es jetzt hier nicht über den Ton, weil ich da drüber rede. Aber ja, selbst der Marco, der mir zugeguckt hat, hat gemeint, oh, du hast aber laut geatmet. Und das war auch das Ziel, wirklich konzentriert zu atmen. Ich habe mich dafür auch entschieden, die Thruster aufzubrechen, weil die meinen Puls am meisten hochgetrieben haben. Und das habe ich auch schon im Warm-up gemerkt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, alles klar, ich breche die in 8-7 auf. Hat relativ gut funktioniert, aber klar, natürlich für einen schnelleren Score als meinen. Ich meine, mein Score ist nicht ansatzweise Elite. Da muss man natürlich dann da durchgehen, das ist gar keine Frage. Also das hängt ein bisschen von eurer Kapazität ab. Genau. Dann habe ich jetzt Pause auf jeden Fall. Das war der erste Teil. Die Front Squats, die Toes to Bar und die Thruster. Ich habe jetzt eine Minute Pause. Habe versucht, hier schon eine gute Pausenposition zu finden. Also die Pausenposition gefällt mir recht gut. ja, ist mein persönlicher Favorite, quasi die Hände auf den Oberschenkel zu legen und dann mich nach vorne zu beugen. Ich habe das Gefühl, da kann ich einfach ein bisschen besser durch mein Zwerchfell atmen, wie wenn ich jetzt irgendwie aufrecht dastehe. Das kostet einfach nur Kraft. Also mein Tipp wäre auf jeden Fall, sich da hinzuhocken oder hinzustellen, je nachdem, was eure Pausenposition ist, und dann da ordentlich durchzuatmen. Versuchen, lang auszuatmen, langes Ausatmen holt auf jeden Fall die Herzfrequenz nachweislich runter. Deswegen versuchen, lange, lange auszuatmen in den Pausen. Und bei mir geht es jetzt 3,39 weiter mit dem nächsten Satz. Wieder Front Squats. Was mir hier auffällt, ist, dass der Winkel, aus dem ich gefilmt habe, vielleicht nicht hundertprozentig optimal ist. Weil wenn man auf mein rechtes Bein schaut, dann könnte man meinen, dass ich nicht ganz tief genug gehe manchmal. Aber wenn man sich das linke Bein anschaut, sieht man, dass die Hüfte unter dem Kniewinkel ist. Da vielleicht einfach nur ein Tipp an euch, wenn ihr das filmen müsst, dass ihr da die Kamera auf jeden Fall erstmal hinrichtet und es mal einen Testrun macht und guckt, wie sieht es eigentlich auf der Kamera aus, weil im Nachhinein kann man es nicht mehr verändern. Gut, wieder 15 Front Squats, auch da wieder unbroken. Das ging ganz gut. Ich meine, meine Front Squat Geschwindigkeit ist nicht die schnellste, aber das habe ich bewusst so gewählt. Kurz gejoggt und jetzt die Chest-to-Bar Pull-Ups. Ja. Der Anfang der Chest-to-Bar Pull-Ups ist immer so ein kleines Problem bei mir persönlich, aber wenn ich mal drin bin, dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
Ich hatte hier jetzt ich hatte einen Zehner gemacht. Ich bin danach Gefühl gegangen. Ich hatte da keinen Gameplan oder sowas, weil ich nicht wusste, wie fühlt sich das dann danach an nach der ersten Runde. Es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Ich hätte noch mehr machen können als 10, hätte ich gedacht. Aber ich habe mich dann dafür entschieden und gedacht, okay, das sind 30 Stück. Wenn du jetzt einen 20er raushaust, dann kann es sein, dass du nur noch Zweier hinbekommst. Und das hat dann eben ganz gut funktioniert. Bin jetzt hier wieder in den nächsten Satz gegangen und habe 12, glaube ich, gemacht. Genau, weil ich gedacht habe, okay, der Zehner hat echt gut geklappt und wenn es jetzt immer noch gut klappt, dann hänge ich einfach ein paar mehr dran und so lief es dann auch. 12er gemacht. Pausenposition. Und da kann man sich dann fragen, ist der 12er das wert gewesen für die etwas längere Pause, die ich jetzt da gerade gesetzt habe? Also es war schon eine relativ lange Pause, muss man sagen. Und dann noch die letzten 8 zu Ende. Ah, nee, gar nicht. Ah, sieh an. Ich glaube, wir sind bei 27. Die letzten 3 fehlen noch. Ja, also da kann man sich nochmal eine bisschen bessere Strategie überlegen. Wenn man vielleicht den ersten Satz auf 8 setzt und dann nochmal, oder den ersten auf 10, dann 8 und dann vielleicht nochmal das, was man übrig hat, einfach reinzieht. Okay, Thruster wieder zurück. Ja, hier sieht man so ein bisschen, dass ich auch bewusst extra nochmal eine kleine Pause mache oben, einfach um ein bisschen ruhiger zu bleiben. Ich finde bei den Thruster, wenn man einfach die zu schnell macht und da nicht auf seine Atmung achtet, kann es echt sein, dass man die Luft anhält und dadurch dann der Puls extrem noch nach oben getrieben wird. Aber wie gesagt, es hängt alles natürlich von eurem Leistungslevel ab. Jemand, der sich in der Elite befindet, der zieht es natürlich unbroken durch und hat natürlich auch ein viel höheres und schnelleres Tempo. Also das Workout ist meiner Meinung nach auch ein schönes Beispiel dafür. Ich habe es auch gerade mit ein, zwei Kumpels gehabt, dass man da sieht man dann eben, okay, was ist beeindruckend zu sehen, was dann die Profis machen und wo man dann selber rauskommt, weil hier sind sehr, sehr viele Komponenten dabei, die einen wirklich separieren und trennen. Thruster-Geschwindigkeit, Front-Squat-Geschwindigkeit, allein die Kraft eben, dann die Gymnastics ist ja natürlich bei einem Elite auf einer ganz anderen Ebene und das macht sich in der Zeit natürlich extrem bemerkbar. Also jetzt wieder Pause, Pausenposition gefunden. Oh yeah. Ja, und da habe ich schon gemerkt, okay, nach dieser zweiten Runde, okay, meine Herzfrequenz ist relativ hoch. Also für das, dass ich so viel Pausen gemacht habe, bist du trotzdem richtig, richtig, richtig hochgekommen. Zeigt natürlich auch, dass ich das überhaupt nicht so gewohnt bin, solche Workouts zu ballern. Genau, von daher ein bisschen ungewohnter Stimulus gewesen. Wann geht's weiter? Ich glaube, bei 59 geht's weiter. 7,59, wenn ich richtig geschaut habe. Jawohl, genau. Also knapp bei 8 Minuten in die dritte Runde. Wieder Front Squats. Kurz den Griff wieder ändern. Was mir beim Front Squats hilft, ist ein kleines bisschen breiter stehen. Das hängt natürlich auch von euren Hebeln ab, von euren Längenverhältnissen in den Beinen. Aber ich persönlich stehe gerne ein bisschen breiter beim Front Squats. Das erlaubt mir einfach auch ein bisschen besser durchatmen zu können, wie wenn ich mich dann irgendwie nach vorne lehnen muss und dann noch ganz arg nach hinten kämpfen mit dem Rücken. Also es erlaubt mir einfach ein bisschen aufrechter zu sein im Körper. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Beim Thruster ist eigentlich genauso. So, jetzt kommen wir in die Bar Muscle Up Runde. Die obligatorische Chalk Break. Und dann die zusätzliche Break. Ja, da sieht man es halt schon, was man dann, wenn man das selber einfach mal begutachtet, wie viel Pause man eigentlich setzt. Okay, Bar Muscle Ups, generell eigentlich ein ganz gutes Movement für mich, gar nicht so schlecht. Ich habe hier auch gedacht, okay, ich gehe nach Gefühl und habe dann, glaube ich, auch den ersten Satz mit 6 gemacht. Das ging eigentlich ganz gut. Ich glaube, es wären auch noch mehr möglich gewesen, auch hier. Aber dann habe ich gedacht, okay, lieber setze ich einen Break, um dann einfach die 30 in größeren Schritten hinzubekommen, um nicht dann am Ende Singles machen zu müssen. Wobei man sagen muss, dass bei manchen vielleicht auch Singles die schnellere Strategie ist, als zu sagen, okay, ich mache 2, 3 Unbroken und mache dann halt eine lange Pause.
Ja, das muss man einfach immer sehen. Nur weil ich etwas in großen Sätzen mache, heißt es noch lange nicht, dass es schneller ist. Okay, dann war das, glaube ich, der. Haben wir vier Wiederholungen gemacht. Alright, ja. Man muss dazu sagen, dass das Rack natürlich auch mitgeschwungen hat und gewackelt hat. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt gewesen, aber war eigentlich ein ganz guter Test, so mit einem neuen Equipment auch rauszukommen. Also ich habe die Stange da reingeschraubt, das erste Mal. Habe da noch nie quasi dran trainiert gehabt an dem Setup. Und dafür hat es dann doch ganz gut geklappt. Ich meine, wenn man auf eine Competition geht oder so, dann muss man auch damit rechnen, dass man an einem Objekt arbeitet, das man noch nie benutzt hat. Und die Stangen sind teilweise höher oder niedriger. Oder was wir schon hatten in einem Wettkampf war, dass die Stangen extrem schmal waren. Gerade in einem Partner-Workout, dass man wirklich ganz eng greifen musste bei Bar-Muscle-Ups. Das ist dann natürlich extrem verändert, wie man seine Bar-Muscle-Ups macht. Und wenn man das nicht mal vorher geübt hat, dann oder sich da nicht schnell anpassen kann, dann hat man da natürlich ein Problem. Von daher immer an seiner Lieblingsstange zu trainieren, ist natürlich nicht das Allerbeste, um dann vorbereitet zu sein für einen Wettkampf. Deswegen muss man gerade, wenn man jetzt solche Situationen hat, das einfach positiv sehen, denke ich. So, jetzt ist es eigentlich ganz schnell in 2er oder 3er oder sowas übergegangen, glaube ich, die ich mir da zusammenstückel. Ja. Und da habe ich schon ganz schön gepumpt. Also wirklich. Der Bar-Muscle-Up-Teil war der anstrengendste, logischerweise. Im Hintergrund war der Marco Humbert mit dem Luis, mit seinem Sohn. Und der Luis hat mich immer gefragt, wenn ich mich hingesetzt habe, ob ich jetzt denn endlich fertig bin. Das war witzig, ja. Bisschen deprimierend, aber witzig. Sind bei 12 Minuten. Ich glaube, es war jetzt noch eine Minute oder so, ich die Bar-Muscle-Ups mache. Können wir mal die Pause reinschauen. Ja, haben wir schon eine 20 Sekunden Pause auf jeden Fall dazwischen. Das ist natürlich schon relativ viel, wenn man sich das überlegt, dass man das Ganze in beispielsweise 5, 6 Intervalle aufteilt, in 5, 6 Sätze die Bar-Muscle-Ups, und wenn man jedes Mal eine halbe Minute Pause macht, ist natürlich ordentlich, was man da an Zeit liegen lässt. Das sieht man dann in meinem Beispiel. Also gerade wenn man die Chest-to-Bar addiert, die Pause dort, dann die Pause bei den Thrusters und die Pause bei den Bar-Muscle-Ups, ist natürlich einiges, was da hinten rauskommt. Also wir haben gesehen, im Announcement waren dann Leute, der Scott Panchik war, glaube ich, unter 8 Minuten mit dem ersten Teil fertig. Und ich bin jetzt hier bei 13 oder so und komme jetzt gleich aus den Bar-Muscle-Ups raus. Also ist dann schon ein drastischer Unterschied da. Ein 5-Minuten-Unterschied, denken wir, woher kommt ein 5-Minuten-Unterschied, ne? Aber das ist genau das, was man hier halt sieht, diese Pausen dazwischen von einer halben Minute, die man dann jedes Mal setzt. Okay. Ah, die Armstreckung kann besser sein bei den Bar-Muscle-Ups, fällt mir gerade auf. Okay, das waren die letzten zwei Wiederholungen und dann habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt machst du nicht mehr die Pause, die 8-7, sondern versuchst natürlich hier das durchzuziehen. Ja. Und dann habe ich das Tempo natürlich auch ein kleines bisschen höher geschraubt, auch wenn man es nicht so ganz gut sieht. Gefühlt bewege ich mich da wirklich extrem schnell durch, aber wenn ich mir das natürlich jetzt hier anschaue, ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Zumindest besser als in den ersten zwei Sätzen, aber schneller als in den ersten zwei Sätzen. Okay, jetzt wird es ein bisschen schneller, ja, die letzten 5 Wiederholungen. Gut. Ja, 13:55 für den ersten Teil. Ja, Ziel für mich war es auch, da durchzukommen. Erstmal muss ich sagen. Also, dass ich nicht in die 15 Minuten Timecap reinrausche. Und für mich war das jetzt auf jeden Fall schon ein Erfolg. Der Arm hat gehalten. Alles gut. Auch muss ich sagen, aber heute fühlt er sich relativ gut an. Ein bisschen Muskelkater, war alles im Rahmen. Also für mich ein Win, definitiv. So, jetzt genau, bin ich bei 13:55 rausgekommen. Jetzt geht es über in den zweiten Teil. Und zwar habe ich jetzt 7 Minuten Zeit bis 20:55, um einen Max-Lift herauszufinden in einem Komplex. Und der Komplex war
ein Deadlift, dann ein Clean, der dürfte Power Clean sein oder Squat Clean, dann ein Hang Clean und dann ein Shoulder to Overhead, also irgendwie das Gewicht quasi über Kopf bringen, sozusagen. Und das Ganze musste unbroken sein, also man durfte nicht loslassen. Man musste das Touch and Go machen, gerade eben den ersten Clean, den man nach dem Deadlift macht. Und genau, 7 Minuten dafür Zeit. Es ist natürlich die Frage, ob man da jetzt sofort loslegt und wie man loslegt und mit welchem Gewicht man einsteigt. Für mich war der Gedanke, okay, ich möchte auf jeden Fall über 100 Kilo kommen und ich steige dann erstmal unter 100 Kilo ein. Mach da dann ein, also ich habe gedacht, eigentlich habe ich gedacht, und das habe ich auch ein paar Athleten gesagt, so vorher, bevor ich das selber gemacht hatte, ja, mach doch mal einfach so einen cleanen Jerk, ohne diesen Komplex, um einfach mal reinzufühlen, wie sich das anfühlt. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich dann hier dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, nee, einen cleanen Jerk jetzt zu machen, das ist für mich irgendwie verschwendete Energie. Weil die Energie war so low nach dem Workout, das war wirklich super, super, super anstrengend, dass ich dann gedacht habe, nee, komm, fängst du unter 100 Kilo an, mit einem Gewicht, das du auf jeden Fall bewegen kannst. Jetzt glaube ich mich für 90 Kilo entschieden. Mach einfach mal den Komplex voll durch. Ja, und dann geh von dort aus. Weil dann hast du auf jeden Fall schon mal ein Gewicht geschafft und dann alles Weitere ist dann einfach nur mal ein Plus obendrauf. Also ich meine, klar müsst ihr entscheiden, wie ihr das macht. Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, dass ich eine längere Pause mache. Ich meine, ich bin bei 13,55 rausgekommen und jetzt fange ich erstmal an, das Gewicht zu wechseln. Und ja, es sind ja dann schon 3 Minuten vergangen. Wir sind jetzt ja hier schon bei 16,40. So, das sind jetzt die 90 Kilo, die ich drauf gemacht habe. Wichtig für euren Versuch, wenn ihr das offiziell macht, ich bin nicht offiziell angemeldet übrigens, also von daher braucht ihr hier gar nicht Internet Warrior mich korrigieren, sondern ihr müsst das Gewicht ansagen, ja. Wenn ihr angemeldet seid, müsst ihr das Gewicht ansagen. In dem Fall hätte ich das im Pfund ansagen müssen, habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, weil ich nicht angemeldet bin. Ich mache das mehr oder weniger als Training für mich jetzt momentan. Als Fun. Und genau, aber ansonsten müsst ihr das Gewicht ansagen. So, 90 Kilo waren erfolgreich. Also, da ist es natürlich erstmal nur für mich reinfühlen gewesen. Okay, wie fühlt sich der Clean an? Muss ich in die Squat runtergehen? Vor allem, ihr habt viele Squats gemacht davor. Also, ich glaube, 90 Squats insgesamt gemacht mit die Front Squats und die Thruster in Kombination. Von daher wollte ich auch erstmal wissen, okay, wie fühlt sich das an, wie viel Leg Drive habe ich, wie viel Power habe ich überhaupt noch und habe dann festgestellt, okay, das fühlt sich relativ gut an. Der Jerk war so ein bisschen strange, auch auf der Plattform muss ich gestehen, da mein Fuß ist fast hinten rausgekommen, also das war so ein bisschen ungewohnt. Aber war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das hat sich jetzt total schrecklich angefühlt und ich muss da in Minischritten nach oben gehen. Ich habe jetzt dann 100 Kilo drauf gemacht, hätte vielleicht gleich mehr drauf machen sollen. Das war dann auch wieder ein bisschen verschwendete Energie, aber habe jetzt dann nochmal mich für 100 Kilo entschieden, auch die gepowert, weil ich meine Beine schonen wollte. Und da hat sich dann der Jerk dann schon wieder ein bisschen besser angefühlt. So, und das hat mir dann die Sicherheit gegeben, dass ich dann auf 110 gegangen bin. Ich habe hier auch noch knapp 2 Minuten Zeit jetzt. Und mit 110 als Versuch wäre ich schon eigentlich ziemlich zufrieden. Hab dann hier übrigens, das wäre auch ungültig gewesen, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten, wenn ihr da selber die Gewichte wechselt und wenn ihr da so im Delirium seid und nicht mehr klar denken könnt, dass ihr die Clipper nicht vergesst. Weil ich habe jetzt hier einen Clipper drauf gemacht und auf der Seite, die ihr jetzt gerade hier seht, da habe ich meinen Clipper vergessen. Ja, auch. Kein gültiger Versuch theoretisch gewesen, wenn man ganz genau ist. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie sie da ein Penalty machen wollen, wenn sie das kontrollieren. Auch mit dem Gewicht ansagen, wenn man das Gewicht ansagen vergisst, was gibt es für ein Penalty? Keiner weiß Bescheid. Von daher einfach alles richtig machen gleich von vornherein. Okay, ich habe den 110er dann auch gepowert und dann dachte ich, okay, geh ein bisschen drunter, teste mal einen Squat Clean an, einfach, dass du es mal hast. Ich wusste, dass ich den aufstehen kann. Und der Jerk hat sich richtig gut angefühlt. So. Genau, den Squat Clean habe ich gemacht, einfach um auch zu wissen, okay, jetzt, wenn ich noch höher gehe,
Für die 120, die ich jetzt versuche, da muss ich auf jeden Fall in den Squat Lean runtergehen. Den kriege ich nicht mehr so hoch gefeuert bei der Ermüdung. Und deswegen habe ich den Squat Lean mal angetestet, wie er sich anfühlt. Und ja, der war schon relativ, hat sich schon relativ schwer angefühlt, ja. Und man sieht, wie ich überhaupt noch nicht runterkomme, wie ich weiter stark atmen muss. Es war echt so, die Herzfrequenz ist gar nicht runtergekommen. Also auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen entspannter aussieht dort, was dort alles geht, aber ich muss sogar jetzt hier in diese tiefe Position gehen, um einfach nochmal ein bisschen mehr durchatmen zu können. Aber mein Herz hat gepumpt ohne Ende. Ich habe auch zum... Ja, da sieht man, dass ich gerade mit Marco rede und sage, dass mein Herz pumpt wie Maikäfer, ja. Der kleine Louis hat dann gerufen, Maikäfer, Maikäfer. Okay. So. Ja. Jetzt, das Tolle ist ja, ich muss spätestens 55 das Gewicht angehoben haben, aber ich muss es nicht fertig haben. So, ich habe es bei 53 angehoben, perfekt, zack. Jetzt hier musste ich schon beim ersten in Squat Lean runter, der war schon arg schwer. Und der zweite, den konnte ich nicht mehr aufstehen. Dadurch, dass ich den ersten nicht im Power fangen konnte, waren es dann halt zwei Squats und die zweite Squat hat dann nicht mehr gepasst. Hätte ich den ersten im Power fangen können, hätte ich den zweiten wahrscheinlich aus der Squat aufstehen können. Von daher nicht geschafft, nicht gültig, aber trotzdem zufrieden. 13,55 in 21,3 und in 21,4 waren es 110 Kilo. Das waren, glaube ich, was ich angegeben hatte, 243 Pfund. Bin relativ zufrieden, Arm hat gehalten, alles gut. Und ja, vielleicht habt ihr das ein oder andere mitnehmen können aus dem Workout, was ich so gesagt habe. Müsst natürlich immer euren eigenen Kontext mit einbeziehen und euren Leistungslevel. Aber ja, ich hoffe, euch hat das geholfen. Die Opens sind rum. Für mich zumindest, ja, als Training. Ich hoffe, viele von euch haben es in die Top 10% geschafft in eurer Region. Und ja, könnt dann mit Stage 2 weitermachen. Wir haben, glaube ich, auch jemanden hier in der Box, dann die Janina, die es in Stage 2 schafft. Und wir werden euch dann auch auf dem Laufenden halten und vielleicht auch das ein oder andere Stage 2 Workout kommentieren gemeinsam. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.